Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Phantom Doctrine. Wir sind in Kapitel 3 immer noch, aber nicht mehr lange würde ich vermuten, unserer erweiterten Mossad-Kampagne. Und das Treffen mit Talpan verlief äußerst vielversprechend, auch wenn wir es nicht geschafft haben, heimlich zu bleiben, blöderweise. Er befindet sich jetzt in Gewahrsam und dank der neuen Gehirnwäschetechnologie können wir ihn zum Maulwurf umprogrammieren. Irgendwie müssen wir aber nach wie vor an die Fracht der Marquis gelangen. Na dann, würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal um. Vielleicht in der Werkstatt. Ich hätte nämlich echt mal Bock eigentlich, unser MK Ultra ein bisschen auszubauen. Und ich denke, wir haben hier ein paar Sachen freigeschaltet. Lokator-Implantat, da hätte ich auch Bock drauf. Nee, wir können tatsächlich unser MK Ultra noch nicht ausbauen. Das heißt, wir werden jetzt hier ordentlich Gefahr ansammeln, weil wir halt zwei Leute einfach gar nicht verhören können im Moment, weil wir hier halt noch zu tun haben mit der Kontrollphrase. Das ist ein bisschen blöd. Ja, da müssen wir aber durch, befürchte ich. Wir gucken erstmal ins Crew-Quartier. So, auf jeden Fall sind die Leute alle noch unauffällig. Es ist niemand aufgeflogen, trotz dieser verpatzten Mission beim letzten Mal. Und einige Leute bekommen hier sogar eine Beförderung. Kabel zum Beispiel. Tänzer. Tänzer finde ich total gut. Das macht Spaß. Marzipan auch. Sehr gut. Furchtlos. Na, nehmen wir doch direkt. Und Hemlock. Höhere Vorteile durch hohe Deckung. Oder Tänzer. Ich denke, ich nehme mal leicht Paranoid heute. So, und da müssen wir mal gucken, was wir hier verkaufen können. Denn wenn wir umziehen, werden wir ein bisschen Geld brauchen. Haben wir von irgendwas viel zu viel? Ja, wahrscheinlich von diesen komischen DAOs, ne? Die kann ich, glaube ich, alle mal verkaufen. Die dürfte eigentlich niemand mehr benutzen. Ja, ansonsten haben wir leider von nichts so wirklich zu viel. Entschuldigung. Und Dandy haben wir neu dabei. Die gute Frau müssen wir erstmal ausrüsten. Und wir sehen, die kann mit Revolvern umgehen. Ja, Cobra, Wembley und mit dem MG. Was wir noch nicht besitzen. So, das hier kannst du erstmal abgeben. Gasgranate. Was macht die? Reduziert Wachsamkeit, Beweglichkeit, AP und Angriffsschaden. Ja, nee, brauchen wir glaube ich nicht. Können wir auch direkt verkaufen. Bringt auch nochmal ein bisschen Geld zumindest. So, und dann schauen wir mal, ob wir eine vernünftige Primärwaffe für die gute Frau haben. Kampfinstinkte, okay, also sie ist eine Kämpferin. 96 Lebenspunkte hat sie. Eine AK, ein G3. Ja, wir könnten ja eigentlich ein G3 geben. Sie ist jetzt keine Top-Kämpferin irgendwie. Aber wir schauen mal, was wir mit ihr machen können. Irgendwas wird sich da schon finden. Sondern schauen wir mal, ob wir irgendwelche Hinweise, ja, zum Beispiel zum Weltraumkrieg gesammelt haben. Tschernenko haben wir hier. Briefbombe und Bohrinsel. Kommt mir so gar nicht bekannt vor. Nee, tatsächlich nichts. Hier haben wir Bohrinsel und Rasa. Können wir miteinander. Ja, okay, dann haben wir hier Rumtreiber gefunden.
Und der Rest ist auch uninteressant eigentlich. Da unten. Neues chemisches Präparat, Danasol und Bolasteron. Ja, cool. Das ist doch eine feine Sache. So, und die Komplexanweisungen können wir vielleicht auch schon lösen. Oh Gott, wo gehört der Mann denn hin? Reinhard Gehlen. Das Sommerhaus, die Schwindler und das Vorschiff. Ja, okay, gut. Hier haben wir das Sommerhaus und die Utopie. Okay. Tiefsee und Kalamari. Kalamari hatten wir doch hier. Und das können wir mit der Tiefsee irgendwie verbinden. Nee. So, was haben wir? Seit Februar kommen kritische Lieferungen mit erheblicher Verzögerung an. Mein Team sowie das von Hackfleisch kann ohne diese Lieferung nicht arbeiten. Es ist erforderlich, dass sie mit Miss Vatikan sprechen und mehr Druck auf die dritte Achsen. Die dritte Achsen? Ach, keine Ahnung. Ausüben. Ich möchte sie zudem informieren, dass die Sicherheitsvorkehrungen der Wölfe sehr nachlässig sind. Aha. Forschungsdaten wurden geleakt. So, die Wölfe. Miss Vatikan, Hack. Ah ja, die Wölfe. Da sagst du was. Hackfleisch, Miss Vatikan und die dritte Achsen. Das gehört dahin. Und das Lauffeuer. Ja gut, da fehlt uns irgendwie noch so der entscheidende Hinweis scheinbar. Dumm gelaufen. So, dann schauen wir doch mal ins Labor, würde ich sagen. Wer ist denn hier unser Kaninchen? Danasol. DX Ampere haben wir noch nicht. Bolasteron gibt uns nur einen Panzerungswert. Ja, BMA ist halt richtig gut, ne? Hier, Hemlock. Gönn dir. Und dann schauen wir mal in die Werkstatt, was wir Sinnvolles machen können. Ausbauwerkstatt, Ausbaufälscherstube. Ah, ich hätte ja gerne. Tatsächlich. Das Lokator-Implantat. Wobei für den Anfang vielleicht auch Ausbaulabor, auch eine interessante Sache. Aber verbesserte Verhörmethoden, damit wir da halt ein bisschen schneller einfach vorankommen. Wäre halt auch was total Cooles. Dann fangen wir doch damit an. So, dann schauen wir uns mal um. Hier sind wir noch beschäftigt. Da stören wir auch direkt die Aktion, okay. Damit haben wir also erstmal nichts zu tun dann. Da drüben geht die Post ab. Heuballen könnte ich mal austauschen. Gegen Dundee. Und dann können wir Heuballen nämlich in die Zentrale zurückbeordern. So, Karakai, was kannst du denn bekommen? Oh, eine Menge. Gunadorilin, ja, gute Sache. 92, 90, 89, 85. Ja, da ist BMA doch deutlich günstiger. Ja, gönn dir. So, und wenn wir ihm jetzt Gunadorilin verpassen, ganz genau, perfekt, dann hat er auch drei Aktionspunkte, weil die Motorik über 100 kommt.
Und die Wachsamkeit sinkt um 2 Punkte. Ja, das ist okay. Damit können wir leben. Reaktionspunkte sind halt echt super praktisch, wenn man irgendwie Dinge aufheben muss oder so. Also feindliche Agenten. Oder irgendwie ein paar kürzere Wege zurücklegen muss. So, Harpun können wir doch bestimmt auch irgendwas total Gutes verpassen. Nee, können wir nicht. Dann haben wir noch Kabel. Bisschen Epo. Für mehr Lebenspunkte. Da gehen wir lieber Gunadorilin oder... nee, Fehler ist genauso weit. Marzipan, wie sieht's denn? So, was haben wir hier? Bevor sich der Kabale anschloss, diente Marzipan in der Fremdenlegion. Cool. Seine Kameraden wurden im Libanon gefangen genommen. Marzipan hat um Erlaubnis gebeten, sich um die Sache kümmern zu dürfen. Söldner anheuern. Ah. Ja, okay, also wir geben ihm $200 Taschengeld. Er soll sich drum kümmern. Und weg ist er. In den Libanon gereist. Okay. Unsere Gefahr ist ziemlich hoch. Schauen wir doch mal direkt, wohin könnten wir denn verlegen? Nach Karachi? Oder nach Panama? Ne, Panama finde ich gar nicht so geil. Miami auch nicht. Wir brauchen hier noch ein bisschen. Ah, das sind ungefähr 75 Punkte, die wir aufbauen. Ja, ich lasse mal noch ein bisschen laufen. Wenigstens bis wir mit der ersten Kontrollphase durch sind. Sonst dürfen wir nämlich gleich wieder umziehen. Ah, DX Ampere. Da haben wir es doch. So, schauen wir mal, ob das was taugt. 126 Lebenspunkte. Das ist ja nur 4 Lebenspunkte mehr, aber es erhöht halt auch die Wachsamkeit um 5. Ja, ist gekauft. So, Karakai. Mach das. So, wen haben wir denn hier? Kann man noch Benson und Nadel aus Bordeaux hinschicken. So, Verhörmethoden sind gleich durch. Das ist sehr schön. So, dann können wir jetzt den Lokator uns, glaube ich, schnappen, ne? Wenn er nicht zu teuer ist, aber den müssten wir uns eigentlich leisten können. Ja. Sehr schön, das wird auch hier rechtzeitig fertig. Ja, da müssen wir halt doch bald umziehen. Oder wir verzichten halt erstmal auf ein Lokator-Implantat für die beiden. Nochmal 6 Lebenspunkte dazu. Ja, für Karakai lohnt sich das schon, dann kann er halt mehr Leute ausschalten. So, gibt's hier was? Einen Informanten, okay. Wer ist denn hier eigentlich so ganz alleine?
Orakel, oh, flieg doch mal zur Basis zurück, Junge. Du musst ja da nicht so alleine rumgurken. So, Harpoon. Ein bisschen DX Ampere vielleicht. Harpoon hat auch schon 3 Aktionspunkte. Dann werden wir Kabel hier ein bisschen aufpeppen. So, und Fehler bestimmt auch, ne? Jo. Gorilla ist sie. Guerilla. Nicht Gorilla, hoffe ich. 12 Stunden noch, 5 Stunden noch. Oh, das wird echt knapp hier. So, Heubein kann zur Basis zurück. Für die finden wir irgendeine tolle Aufgabe, hoffe ich. So, Fehler braucht auf jeden Fall noch Gonadorellin. So, da haben wir es. Was können wir jetzt noch bauen? Infiltrierung A finde ich nicht so geil. Ist extrem zeitaufwendig und bringt eigentlich fast gar nicht. Banknotenschablonen in Industriequalität wären tatsächlich eine Sache, die interessant ist. Kostet aber halt einen Haufen Geld. Von daher sparen wir uns das Geld lieber für den Umzug. Tausend brauchen wir dafür. Ja, wir müssen eh gleich Dinge verkaufen. Was gibt's hier? Noch einen Informanten, okay. So, wie sieht's denn aus? Haben wir jetzt alle hier auf 3 Punkte erstmal hochgepusht? Orakel nicht. Oh. Orakel können wir aber hier ordentlich aufpeppen, würde ich sagen. Ja, fangen wir mit Ampere an. So, zur Einrichtung. Ein Lokatorsignal würde uns 1000 kosten und dauert aber halt 20 Stunden. Das können wir im Moment nicht machen. Das heißt, Bast müssen wir einfach so wieder freilassen. Kontrollphrase hat sie drin und so, alles cool. Dauert halt auch eine Stunde. So. Und jetzt schauen wir mal. Pelpan, Verhör. Kostet nur 450. Und jetzt müssten wir eigentlich langsam umziehen, denke ich. Obwohl, 10 Punkte. 10 Punkte halten wir noch aus, denke ich. Das sind 12 Punkte in Wirklichkeit. So ein bisschen BMA rein. Orakel bekommt hier die volle Behandlung.
Unser Versteck wurde von feindlichen Streitkräften angegriffen. Das ist ein herber Rückschlag für unsere Organisation. Wir mussten unsere Agenten zu einem anderen Versteck evakuieren. Oh. Alle Gefangenen freigelassen, das ist aber blöd für die Story. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Hier nach Managua. Es müsste ein Game Over sein, denke ich. Nur weil wir Taipan nicht mehr haben. Wir schauen mal. Taipan haben wir noch. Ah, die sind noch in Behandlung. Okay, cool. Also alle, die im MK Ultra waren, sind noch in Behandlung. Wir haben 121 Geld verloren. Das ist alles noch sehr moderat auf jeden Fall. Ein paar von unseren Agenten sind aufgeflogen. Das ist viel schlimmer. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt halt in Managua rumhängen. So, schauen wir mal. Die brauchen erstmal alle neue Identitäten. Eine neue Identität kostet 660. Das ist natürlich teuer. Kann ich nicht. Man muss ich den dafür nach Hause holen. Ist natürlich ungünstig. Ist sogar sehr ungünstig. So, das heißt, Nadel, Ronin und ja, Heubein ist sowieso unterwegs. Und die brauchen neue Identitäten und wir haben im Prinzip einen Gefangenen verloren. Leider. Kann man nichts machen. Wen haben wir denn hier? Nadel und Benson. Ronin und Dandy holen wir mal zurück. Das kostet uns im Moment nichts. Der Heuballen sitzt jetzt plötzlich komplett. Bericht, was? Lemster und Manko sind zurückgekehrt. Waren die weg? Haben wir Agenten verloren? Kabel, Fehler, Harpun. Orakel ist weg. Müsste eigentlich im Labor sein. Der ist aber einfach weg. Den haben sie gefangen genommen. Okay, das heißt, wir haben Leute verloren einfach. Und keiner hat mir Bescheid gesagt. Okay, also auf diesen Balken müssen wir echt ein bisschen achten. Der ist nämlich scheiße gefährlich, wenn der ansteigt. Interessant. Und gerade wo ich Orakel hier zum Top-Agenten machen wollte, ne? Das ist ja mal krasser Scheiß. So, Manko, mach dich mal nützlich hier. Und dann können wir das auch mal ausbauen, die Fälscherstube, und dann da können wir dann nämlich Heuballen mit reinsetzen. Eieiei. Kostet 2400.
gut. Okay. So, alles kein Problem. Orakel ist auch zurückgekommen. Sehr schön. Können wir dann gleich wieder im Labor einsperren hier. Sollte nämlich eigentlich BMA bekommen. So, Ronin kann auf jeden Fall eine neue Identität bekommen. Die beiden müssten wir eigentlich zurückholen. Ja, zumindest Nadel. So, Kontrollphrase haben wir. Lokatorsignal würde ich ihm super gerne einbauen. Es geht so ein bisschen an unsere Reserven hier leider. Ja, zum Glück steigt die Gefahr im Moment nicht. Aber lange können wir halt da auch nicht bleiben. Ja, wo ist denn Köter hin? Weg. Okay, der ist weg. Ich weiß nicht, ob der jetzt das Lokatorsignal drin hat oder nicht. Keine Ahnung. Ja, hat er drin. Aber er wurde halt trotzdem irgendwie befreit. Das ist blöd, ja. Ich hoffe, das passiert dann halt nicht mit Taipan auch. So, Marzipan ist zurückgekehrt. Das finde ich gut. Dank der finanziellen Unterstützung konnte Marzipan seinen Kameraden aus der Gefangenschaft befreien. Er befindet sich jetzt auf dem Rückweg. Oh, der hat 1000 EP gewonnen. Ist dankbar für die Unterstützung, hat uns die Treue geschworen. Loyalität gesichert. So, schauen wir den Mann noch mal an. Marzipan. Wo steht denn seine Stufe hier eigentlich? Hier. Na gut, 1000 Punkte haben ihm jetzt nicht so viel gebracht. Aber er ist immerhin loyal. Cool, cool, cool. Das freut mich. Und so, brauchst du sonst noch was? Ein bisschen Gunnar Dorelin wäre krass cool, ne? So, ein paar Geldreserven hier anlegen. Finanzieller Rekrut, ja. Und so, können wir Marzipan noch ein bisschen pimpen? Ah, wir könnten Harpunen noch ein bisschen pimpen. Aber da Marzipan ja auch ein Infiltrator ist. Nee, bei dem können wir aber nichts mehr machen. Dann die. So, Trainings freigeschaltet, Taipan wurde verhört.
Und er ist auch noch hier. Das finde ich gut. So, dem Kontrollphase sollen wir ihm verpassen. Ich verpasse ihm erstmal ein Lokatorsignal. Lohnt sich bei ihm wahrscheinlich gar nicht, ne? Die Kontrollphase ist schon in Ordnung. Kostet 2000. Oh, da oben. Pfähle und Kabel. Kümmert euch mal da rum. So, Dundee ist fertig. Harpoon können wir noch ein bisschen behandeln. Zeller Rekrut, ja. So, Fälscherstube. Ausgebaut. Das finde ich gut. Da können wir nämlich direkt Heuballen reinschmeißen. Wo ist denn Heuballen? Ach, Heuballen ist jetzt. Ah ja, okay. Ich werde mal Dundee und Orakel nach Europa rüber schicken. Ja, nach München passt schon. So. Ronin reist mit Harpoon. Und hier haben wir dann noch Hemlock und Karakal für den Moment. Ja, hier haben wir es jetzt nämlich. Benson. Flieg mal rüber da. Schau dir das mal an, bitte. Ah, irgendwo ist eine Zelle. In Leningrad. Haben wir eine Zelle? Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, Heuballen kann ich eh nur zur Basis schicken. Oha, was haben wir denn da? Hier ist ein Informant, sehr schön. Ich brauche da drüben noch zwei Leute irgendwie, ne? Wo ist denn Benson? Ist Benson hier in der Basis? Ah, fliegt Benson gerade zurück? Ne, Benson ist hier. Okay, wir brauchen eine neue Identität. Und zwar pronto. Da schick mir eine Nadel zurück zu Benson. Thank you.
16 Stunden. Keine Agenten in Reichweite. Doch, müssten wir gleich haben. Hoffe ich. Oh Gott. Da passiert gerade viel zu viel. Aus München, die müssten doch eigentlich... das schaffen, oder nicht? 16... So, Orakel und dann die. Kümmert euch da drum. Oh, lass ich Benson hier echt alleine rumfliegen? Ich denke nicht. Alleine fliegen ist immer doof. So, wer ist denn noch im Hauptquartier? Marzipan, okay. Ah, können wir uns nicht leisten. Kein Problem. Bauen wir einfach hier ab. So, und dann könnte Heuballen ja endlich mal ankommen, vielleicht. Ich meine, Nadel könnte auch endlich mal ankommen. So, taktische Aufklärung in Moskau. Da brauchen wir drei Leute. Wir haben genau drei Leute vor Ort. Das ist sehr gut. Wir haben hier nämlich Benson, Dundee und Orakel. Die machen das. Kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich werde gleich noch ausrüsten. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.